L'Alto Adige è una terra ricca di vini buonissimi, non solo bianchi, la maggior parte della gente la conosce per i vini bianchi, invece ci sono tanti vini rossi molto interessanti. È importante degustare bene, quindi con un team di sommelier bravi come sono. L'idea di abbinare degustazione e visite è fondamentale, perché noi dobbiamo tutti quanti noi andare sul territorio, conoscere e sapere anche, perché un bicchiere non basta, ci vuole anche il contatto umano con la persona che fa il vino. Wir treffen uns zur vierten Auflage des Südtiroler Weinsummits, und hier präsentieren 97 Südtiroler Produzenten fast 290 Weine. Der Weinsummit findet alle 2 Jahre statt und es ist eine gute Bühne, um einfach Südtirol hautnah erleben zu lassen. Produzenten, Weinbergtouren, natürlich auch Tasting, viel, viel Tasting, wo die Südtiroler Weine in Anteprima verkostet werden können. Es geht einfach darum, die Exzellenz der Südtiroler Weine national und international präsentieren zu können. Weinsummit ist schon was wirklich im positiven Sinne sehr, sehr Spezielles. Also es ist eine tolle Gastro, es sind tolle Weine, es ist auch eine unglaublich tolle, herzliche Gastfreundschaft. Also auch von der Organisation her ist super professionell organisiert. Wir sind ja heute hier bei dem Tasting, wo ich auch sagen muss, alles richtig gemacht. Du hast perfekte Arbeitsbedingungen, das Licht stimmt, die Temperatur stimmt. Das ist schon irgendwie hoher Standard oder kann man auch sagen höchster Standard. Ja, und Südtirol ist natürlich total spannend, weil kleines Gebiet, aber total vielschichtig von den verschiedenen Einflüssen, die Höhenlagen. Ja, und total innovative Winemaker auch, neue Konzepte, auch viel Traditionelles, was gut ist. Und das in der Kombination. Ja, einfach toll. Deswegen sind wir, glaube ich, alle und ich insbesondere sehr gerne hier.